Murat und seine Brüder. Lange hatte Murat irgendwo in Deutschland halten müssen wegen eines vorausfahrenden Zuges. Und dreimal dürft ihr raten, wer Vorrang hatte. Vorsicht, die Lackierung ist teurer als das Deutschland-Ticket. Junge, die Menschen am Oberhausener Hauptbahnhof warten schon auf mich. Da drüben zu chillen ist wie Eisenmangel. Und nach 4 Monaten Verspätung kommt Murat in Hannover an. Murat, Bruder, musst du nicht in Oberhausen sein, Janik? Oberhausen, Hannover ist doch das Gleiche. Leute, Leute, wisst ihr, was Erkan die S-Bahn geschafft hat? Was denn, Bruder? Erkan kam pünktlich an. Leute, Leute, ich hab nur meine Arbeit gemacht, Mann. Er war pünktlich? Wie? Ja, also gut, er kam 5 Minuten später, egal, aber er war voll pünktlich. Lass mal mit dem Bruder reden. Jo, Bruder, du warst mal so pünktlich. Ja, Bruder, du weißt, aber auch Verantwortung angelehnt. Ach, Durchsage, der heutige Tag ist ein internationaler Feiertag aufgrund von Pünktlichkeit. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass du pünktlich warst. Ich bin ein Jahrhundert zu spät. Oh, nein. Pünktlicher als ich dachte, Bruder. Also so schockiert sind wir jetzt auch nicht, Tobiane.